Seit sie 12 ist, tätschelt ihr Onkel ihr spielerisch am Hintern herum. Um dieselbe Zeit fangen Männer auf der Straße an, sie anzustarren. Sie weiß nicht wieso und fühlt sich unwohl. Die Jahre sind vergangen und jetzt ist sie 27. Und du schreibst ihr online eine Nachricht, auf die sie nicht antwortet. Wenn wir von Frauen geliebt werden wollen, dann sollten wir verstehen, wie Frauen sich fühlen. Von ihrem Vater, als sie klein war, schon sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, hat sie früh gemerkt, wie schwierig es ist, von jemandem die Worte zu hören: Ich liebe dich. Ihr Vater meidet es, ihr Zeichen der Zuneigung zu zeigen und umarmt sie so gut wie nie. Als sie mit ihm zum Flughafen wollte, um die Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten, sagte er ihr, er muss arbeiten und hat keine Zeit. Vielleicht hat ja Mama Zeit. Sie möchte aber mit ihm Zeit verbringen und fragt ihn, warum nicht. Und ein Streit bricht aus. Alle ihre Freundinnen reden über die Jungs in der Klasse und darüber, dass Rebecca so eine Schlampe sei, weil sie sich in der Pause mit Jonas getroffen hat. Rebecca sitzt für den Rest des Jahres allein in der Klasse und keine spricht mehr mit ihr. Das sieht unsere Kleine. Also vermeidet sie ab jetzt die Jungs in ihrer Klasse. Selbst bei Adam, den sie mag, weiß sie nicht, wie sie sich verhalten soll und hält ihn auf einmal auf Abstand. Die Männer, die sie seit sie 12 ist auf der Straße beobachten, fangen nun an, sie anzusprechen. Sie weiß nicht, warum diese Männer das machen und was sie wollen, denn die Männer sagen immer nur ein oder zwei Sätze und starren sie danach nur noch an, grinsen und warten auf eine Reaktion. Sie hat in den Nachrichten gehört, dass in einer Stadt im Umkreis ein Mädchen in ihrem Alter aufgefunden wurde, von einem Mann vergewaltigt und verscharrt. Der Mann wurde schon gefunden. Es war ein junger Mann. Sie schätzt, vielleicht im selben Alter wie der, der sie gerade an der Bushaltestelle anstarrt. Als sie die Schule absolviert und sich in ihrer Uni einschreibt, sagt ihr ihre Mutter, dass sie sich lieber eine bodenständige Arbeit suchen sollte. Außerdem ist es doch mal an der Zeit, den Richtigen zu finden und ihr ein paar Enkel zu schenken. Wäre das nicht schön? Ja, klar, denkt sie und lässt das Thema sein. Nach einem gemeinsamen Abend mit ihren Freundinnen läuft sie nach Hause und hat, seit sie aus der Bahn gestiegen ist, das Gefühl, dass der Mann, der mit ihr ausgestiegen ist, sie verfolgt. Sie hat gemerkt, dass da jemand ist, aber will sich nicht umdrehen. Sie läuft ein paar Schritte zügiger, aber er tut dasselbe. Sie kann ihn schließlich abhängen und schaut jetzt über ihre Schulter, bevor sie die Tür zu ihrer Wohnung aufschließt. Seitdem hat sie nachts immer ein ungutes Gefühl, wenn ein Mann hinter ihr läuft. Sie hat einen wirklich netten Jungen an der Uni kennengelernt, der ihr nach kurzer Zeit seine Liebe gestanden hat. Sie verbringen den gesamten Winter zusammen und sie ist überglücklich. Nach 4 Monaten sieht sie ihn in der Mensa, wie er mit einer Mitkommilitonin vertraut spricht. Sie fragt ihn, wer das ist, und er antwortet, sie soll sich nicht so viele Sorgen machen. Eigentlich möchte sie heute Abend zu Hause bleiben. Aber sie entscheidet sich doch kurzerhand, in die Studentendisco zu gehen, um ihrer Freundin, die nächste Woche ein Auslandssemester beginnt, zu verabschieden. Dort sieht sie ihren Freund mit der Frau aus der Mensa knutschen. Ihre Freundinnen erzählen ihr, dass er wohl gerade rumposaunt hat, wie einfach Frauen zu knacken seien. Sie ist nun Ende 20 und ein Mann spricht sie beim Bergsteigen an. Er gefällt ihr auf Anhieb und sie verabreden sich am nächsten Tag auf einen Tee. Kurz vor dem Treffen fällt ihr auf, dass sie ihn gar nicht kennt und dass der Ort, wo er sich mit ihr treffen wollte, neben ihrer Arbeit ist. Sie möchte ihn aber nicht verlieren und sich gleichzeitig mehr Zeit lassen, ihn vorher besser kennenzulernen. Also erfindet sie eine Ausrede, um das Treffen vielleicht zu vertagen. Als er sich einen Tag später noch nicht bei ihr gemeldet hat, schaut sie auf den Chatverlauf und sein Bild ist weg. Er hat sie geblockt. Traurig schreibt sie ihm eine SMS, aber bekommt auch darauf keine Antwort. Sie öffnet ihren alten Tinder-Account und liest die Nachrichten. Hallo. Hi. Du hast schöne Augen. Willst du f***? Hey, lächel doch mal. Sie antwortet dem einen, der ihr vor Wochen etwas Liebes über ihr Bild aus dem Amazonas gesagt hat, bevor der vermeintlich charmante Typ vom Bergsteigen sie angesprochen hat. Er schreibt zurück, was sie freut, aber seine Antwort lautet, sorry, aber auf so eine, die denkt, sie wäre etwas Besseres, habe ich keinen Bock. Sie möchte eigentlich nur einen Mann, der sie hält. Der sie festhält. Ich weiß, dass dieses Video manchen Männern nicht gefallen wird. Und sie sagen, hey, wir Männer haben es doch auch schwer. Das ist wahr. Wir haben es alle manchmal schwer. Darum würde uns etwas mehr Mitgefühl für die andere Seite verdammt gut tun. Wir sind keine Feinde. Wir haben dieselben Ängste und dieselben Bedürfnisse. Wir wollen alle geliebt, verstanden, gehört, gesehen und akzeptiert werden. Wer die Richtige finden will, muss sich in sie hineinversetzen können. Er muss sie fühlen können.